war natürlich aufregend, auch für mich hier das erste Mal am Start zu sein. Und ich würde sagen, das war ein gelungener Auftakt. Ich bin gar nicht aufgeregt gewesen beim Einreiten. Als die Klingel geläutet hat, war es doch ein bisschen, ja, da hat man einmal gemerkt, dass es doch ein bisschen aufregender ist. Aber sonst würde ich sagen, bin ich ein sehr entspannter Mensch und nehme das eher so ein bisschen auf die leichte Schulter. Ich glaube, man hat es gehört, ich hatte sehr große Unterstützung auf jeden Fall bei mir. Ganz viele Freunde und Familie, die schon mitgekommen sind, um sich das anzugucken. Das ist natürlich auch noch mal viel besonderer. Lankun ist ein 13-jähriger Wallach und er ist seit 6 Jahren in unserem Besitz. Und er hat mich übers erste S-Springen bis hierher getragen. Er hat sehr, sehr, sehr viel Energie. Das tut ihm meistens gut, manchmal auch schwierig zu handeln, aber er möchte immer auf die andere Seite und ich komme immer im Ziel an und das ist das Wichtigste. Es ist natürlich eine mega Atmosphäre hier und das war einfach ein tolles Gefühl, hier gleich null zu sein. Das stärkt natürlich auch das Gefühl für die nächsten beiden Tage, die uns bevorstehen. Ja,